Hallo YouTube, hier sind wir wieder mit einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans und es ist wieder Zeit für einen Kriegssupport und dieses Mal fangen wir ausnahmsweise nicht mit meinen eigenen Kämpfen an. Ihr habt schon gesehen, in dem Titel, heute dreht es sich so ein bisschen um den Erdbebenzauber auf Level 4 gemaxt und der Gegner hatte schon ein paar Angriffe damit und zwei davon möchte ich euch jetzt zeigen und gucken wir die erste Wiederholung an. Da seht ihr den Angriff von der Nummer 6 auf unsere Nummer 5. Zuerst einmal gesagt, ich finde die Base an sich nicht so besonders gut. Ich denke, die ist relativ leicht mit 3 Sternen zu besiegen mit Standard-Go-VV-Taktik, wenn man es richtig anstellt. Vielleicht noch ein, zwei Loons dazu, dann passt das. Und ihr seht unten in der Leiste, der Gegner ist ein Rathaus 10er und hat 6 Erdbebenzauber dabei. Gucken wir uns doch mal an, was er jetzt gleich damit macht. Also erstmal lockt er mit Schweinen unsere Clanburg. Da seht ihr übrigens auch Fünferdrachen. Sehr nett, diese Hörnchen. Wobei ich finde, die sehen ein bisschen nach Spiel, nach Playmobil aus oder so. Nicht nach Clash of Clans, aber okay. Warum setzt er da einen Mauerbrecher? Das verstehe ich nicht. Tja, sein Poison Spell gegen den Drachen bringt natürlich nicht ganz so viel. Hatte schon Grund, dass wir Poison Spells haben und Poison Spells, dass wir Drachen drin haben mittlerweile zum großen Teil und nicht mehr Hexen. Die Mauerbrecher droppt er ehrlich gesagt auch nicht besonders gut. Und er hat schon sehr viel Zeit jetzt verschwendet. Und da jetzt erstmal, ihr habt gesehen, wie das Lager losgeht und dann 4 Erdbebenzauber. Und da sind mal eben so alle Mauern weg. Und ich finde, es sieht sehr geil aus, wie es dann aussieht. Der Boden darunter. Sehr nett. Sehr geil wäre noch, wenn die Gebäude oben drüber auch Risse hätten. Aber das ist, glaube ich, zu viel verlangt. Und ja, so sind die Mauern weg. Und er kommt ungestört in die Mitte. Ob man wirklich 4 Stück dafür braucht, weiß ich nicht. Oder hat er 5 gedroppt? Ich bin mir gerade unsicher. Waren es 4 oder 5? Er hatte 6 dabei, aber ich... Nee, den einen hat er, glaube ich, weiter oben gedroppt. Warum auch immer er da noch 2 dabei hatte, das verstehe ich nicht ganz. Doppelriesenbombe ausgelöst. Und das Wichtigste habt ihr jetzt sowieso schon gesehen, den Erdbebenzauber. Das sieht richtig verwüstet aus in dem Bereich. Und bei der Base hat man natürlich jetzt mit dieser Art von Zauber die ganze Base offen. Können wir ein bisschen vorspulen. Außen läuft die Queen in der Golem oder die Golems. Und die Queen jetzt schön auf die 10er-Mauer. Das dauert natürlich. Und dann ist auch der Golem kaputt und es sind nur 82%. Ziemlich mau, finde ich, für einen Rathaus 10er. Mit gemaxten Truppen auch noch. Aber okay. Ihr habt gesehen, was der Erdbebenzauber angerichtet hat. Meiner Meinung nach ist es trotzdem Quatsch. Er hat dafür 2 normale Zauber, also für die Mauern da unten, verbraucht. Da hätte es auch einen Jumpspell getan, der wäre ebenso drüber gekommen. Okay, die Truppen sind da nicht ganz so schnell drüber und es ist so ein bisschen Nadelöhr. So ist das ein bisschen weiter gefächert, aber dafür 2 normale Zauber opfern, bin ich ehrlich gesagt nicht so ein Fan von, so im ersten Moment. Ich denke, da wäre ein Jumpspell mit einem Rage-Spell oder so sinnvoller gewesen, aber wer bin ich schon, der das so beurteilen kann? Was ist eure Meinung dazu? Was ist sinnvoller? Gucken wir uns das noch ein zweites Mal an. Also nicht den gleichen Kampf, sondern nochmal den Erdbebenzauber. Hier hat er wieder 4 Stück dabei. Was heißt wieder? Er hat 4 dabei. Meiner Meinung nach... Er verbraucht halt 2 Zauberslots dafür. Und dann so ein Rathaus am Anfang, so ein Rathaus 9er als Rathaus 10er. Braucht man dafür wirklich die Erdbebenspells? Und hier kann er jetzt natürlich gleich perfekt den Poison Spell nutzen. Wenn er denn mal kommt. Und die Hexe steht schön drin. Und kabuff, ist die Hexe kaputt. So, und da gibt es jetzt mit dem Erdbeben richtig volle Pulle drauf. Es ist richtig frei gesprengt. Das ist natürlich jetzt schon ein großes Loch, muss man sagen. Ob da nicht vielleicht sogar das besser ist?
Aber braucht man dann wirklich 4? Reichen nicht vielleicht 3? Wenn es 3 wären, würde ich sagen, geile Idee. Geile Umsetzung und top Idee, diese Zauber. Aber bei, wenn man 4 für Mauern braucht, schwierig finde ich das. Müsste man mal ausrechnen, wenn man ihn auf Max hat. Ich weiß die Werte leider aus dem Kopf nicht. Ich weiß, dass er 4-fach Schaden gegen Mauern macht, aber ansonsten... Der Kampf an sich ist wieder nicht so besonders überragend, wenn man sieht, was er für Truppen hat. Ich sage aber so viel, es war der letzte Kampf von ihnen. Und es war ein sehr, sehr knapper CW und vorher waren 2 Sterne hier. Ein bisschen Vorsprung können wir's. Bam, bam, der King und Packer oben lang. Hier unten leider auch ein Packer lang. Die Queen lebt immer noch. Stirbt zum Glück jetzt. So. Es lebt nur noch eine Verteidigung und die Zeit wurde sehr, sehr knapp. Es war wirklich eine hauchdünne Entscheidung. Ihr seht, das Packer leben noch, also da genug Feuerstärke wäre da, aber die Zeit, es ist knapp, knapp, knapp. Und ihr könnt es vielleicht jetzt erahnen. Mit dem, es war so, dass es wirklich die letzte, wirklich die allerletzte Sekunde war. Hätte der Packer eine Sekunde später geschlagen und eine halbe Sekunde später schon den Schlag zum Schlag ausgeholt, wären es nur 99% gewesen. Und so haben sie leider den dritten Stern hier bekommen, was uns unter Zugzwang setzte. Wir hatten noch 2 Angriffe über, brauchten 4 Sterne. Und dieses Mal fangen wir da an. Fangen wir erstmal mit dem Phönix an. Er greift die Nummer 6 an. Erst sollte ich sie angreifen. Ich habe mich aber so ein bisschen geweigert und habe versucht, ein anderes Dorf zu kriegen, weil ich dieses Design einfach hasse. Ich kann dieses Design nicht ausstehen. Ich finde, das Design ist viel zu stark. Wenn man gemaxt ist mit 40er-Helden und Truppen, also Max-Truppen, kann man hier locker 3 Sterne schaffen. Aber als wenn man es nicht hat, dann funktioniert das leider nicht. Und jetzt ging es darum, 2 Sterne brauchte er, damit ich noch die Chance hatte, es zumindest zu einem Unentschieden zu bringen. Bei 3 Sternen wäre auch der Sieg noch drin. Ach ja, die 40er Queen. So eine 40er Queen ist schon geil. Sobald eine 40er Queen auf dem Rathaus ist, wie sie es jetzt ist, ist es nicht mehr verhinderbar, dass sie es schafft, das Rathaus down zu kriegen. Und ihr seht es, auch hier ist es sehr knapp, bei der die Base ist einfach wirklich schwierig zu machen. Man muss es irgendwie hinkriegen, dass die Truppen in die Mitte gehen, weil in der Mitte einfach die meiste Feuerstärke ist. Wenn die Truppe Mitte schnell fällt, dann sind 3 Sterne relativ einfach machbar. Weil dann kommt das Feuer immer nur noch so ein bisschen und nicht so alles auf einmal. Aber ihr seht, er hat 2 Sterne holt er, ein dritter wird es nicht, das kann man hier schon absehen. Dafür Inferno, 2 X-Bögen noch, die zwar nur auf 2 sind, aber immerhin. Und da muss auch die Queen runter leiden, stirbt jetzt auch jeden Moment. Bäm. Und dann holt er noch ein paar Prozente. Im Endeffekt war es aber nicht so wichtig. 2 Sterne schön geholt und jetzt kam es darauf an, dass ich mit meinem zweiten Angriff, zum ersten Angriff kommen wir noch, 3 Sterne bei einem Rathaus 9er hole. Ihr erinnert euch, letztes Mal hatte ich so meine Probleme. Aber das Dorf bietet sich an, wenn man weiß, wo die Riesenbomben liegen mit Schweinen. Ich wusste durch die Angriffe vorher, ein paar Leute sind schon leider gescheitert mit einem Stern. Hier liegen Riesenbomben einmal hier da und dann links davon neben dem Elixierlager liegt auch nochmal eine. Die Queen stirbt hier richtig schön schnell, meine Queen knockt sie schön aus. Und jetzt die Skelette triggern schön die zweite Riesenbombe. Leider kommen dann erstmal nur 4 Bogies, bevor der Rest der CB kommt. Da hatte ich schon Panik, dass alles daneben geht. Mein König geht auch irgendwo hin, nur nicht dahin, wo er soll. Der Poison Spell sitzt, glaube ich, ganz okay. Die Hexe nicht. Die Hexe wird nicht gepoisoned. Das ist leider etwas schade. Und dann hier an der Seite mit den Schweinen rein. So, dass die richtig schön jetzt über die Base rasieren können. Queen lebt noch. Mein Golem da unten tankt auch nochmal schön Damage von den Schweinen weg. Die durch den X-Bone sonst entstehen würden.
Die Heilzauber setzt sich relativ großzügig. Der hier oben sitzt auch nicht perfekt. Der kam zu früh. Ich dachte, die Schweine gehen da lang. Aber wenn man 5 Heilzauber hat, ist das halt sehr einfach. Muss man ja mal sagen. Das wäre eine Idee für einen neuen dunklen Zauber, der No-Damage-Zauber. In einem ganz kleinen Bereich bekommen die Einheiten für so und so viele Sekunden gar keinen Damage. Das wäre nice, wenn dann irgendwo Doppelriesenbomben wären. Boah, die Idee finde ich gerade richtig nice, jetzt wo ich sie mal überlege. Damit wären Schweine wieder eine gute Alternative. Dann könnte man das bei Riesenbomben und so hinsetzen und dann wären die Schweine immun. Oder bei Infernos. Also der Bereich müsste wirklich klein sein. Er müsste vielleicht so groß sein wie ein Jumpspell. Und auch wirklich nur vielleicht so lange halten wie ein Inferno. Aber das hätte was, glaube ich. Ihr habt es gesehen, 3 Sterne. Und damit, ohne große Aufregung, haben wir es geschafft, einen Unentschieden zu retten. Die Gegner hatten noch 4 Angriffe. Davon waren 2, glaube ich, von jemandem, der gelieft hat. War nicht gut von uns. Überhaupt nicht. Also das hätte man nicht unentschieden spielen müssen und verlieren schon mal gar nicht. Das hätte man gewinnen können. Zumal sie einfach 3 Sterne nur haben bei unseren Rathaus-Achtern, unseren 2 niedrigsten Rathaus-Neunern und ansonsten... Ah, bei der 11 haben sie auch 3 Sterne. Oh, welch Wunder. Von der 1? Nee, von der 3, einem Rathaus-10er. Und bei mir. Und das war im Endeffekt der ausschlaggebende Punkt, dass ich mir dachte, weißt du was, du baust jetzt deine Infernos. Nicht, dass die 3 Sterne geholt haben, das ist bei der Base absolut möglich. Darum ging es mir eigentlich gar nicht. Es ging mir eher darum, dass wir 4 Rathaus-10 haben. 3 mit gemaxten Infernos und ich mit quasi Rathaus-9. Und bei denen, die Nummer 6 noch gemaxte Infernos hat. Zwar nur 3er X-Bögen, aber ansonsten Rathaus-9 Max plus 3er Infernos und dem 3. X-Bogen. Und das finde ich einfach scheiße. Ihr seht es auch, der hat eine 21er und 20er Queen, das ist jetzt auch nicht so low. Die Suche ist richtig für den Arsch. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, die nächsten Gegner haben auch wieder einen extremen Rathaus-10er Vorteil. Und Rathaus-10er Vorteil ist einfach der größte. Also lieber ein Rathaus-8er mehr statt einem Rathaus-10er weniger. Also ihr versteht schon, ne? Dass der Gegner ein Rathaus-9er mehr hat, ist nicht so schlimm. Aber dass er ein Rathaus-10er mehr hat, ist scheiße. Und wenn die dann 3 Rathaus-10er mehr haben, beziehungsweise 2,5, ist das schon mies. Deswegen haben wir auch hier nicht perfekt aufgeräumt oben, aber es geht. Mein erster Angriff, gucken wir uns den an. Ihr seht, nur 1 Stern, 58%. Ich bin, wo bin ich rein? An der Seite hier, oder? Ne, doch an der. Nein, hier unten. Hier unten, stimmt. Hab dieses Mal auch 2 Hexen dabei wegen des Single-Infernos. Erst Löcher in die Mauer, so meine Gedanke. Dann dahinter die Golems, dahinter ein paar Magier, damit die Gebäude wegräumen. So weit, so gut. Der Jumpspell kam vielleicht einen Ticken zu früh. Die Kanone lebt nämlich jetzt noch. Und jetzt setze ich meine Golems ab und mein Sprungzauber kommt noch nicht, mein zweiter. Der hätte schon längst in die Mitte kommen müssen. Dann wären sie vielleicht jetzt nach innen gegangen. Tun sie aber nicht, dank meiner genialen Idee. Der erste Freeze sitzt perfekt. Meine Königin geht leider auf Abwägen. Der zweite Freeze ist scheiße. Die Magier und die Hexen sind eh auf dem Inferno. Den hätte ich lieber da hinten gesetzt. Wobei ich glaube, das hätte nichts geändert. Meine Königin schießt sich jetzt durch die Mauer. Meine intelligente Königin. Ich liebe dich manchmal. Geht dann auf die Verteidigung in Form von Tesla. Alles gut soweit. Steht halt am nächsten. Dann geht sie auf die Clanburg. Dann muss ich sie leider zünden. Und dann geht sie zwar noch aufs Rathaus, aber durch den 4er X-Bogen wird das halt nichts mehr. Tja, schade, so hat das Rathaus überlebt. Ich hatte dann noch ein paar Bogis für Prozente. Im Endeffekt macht es halt auch nichts mehr gut. Selbst 99% kann man ja haben und nur einen Stern kriegen. Und somit war es leider nur einer.
Ich sag dir, ich hasse diese Base. Und ich muss auch dazu sagen, im Moment läuft es nicht so richtig wie bei meinem Rathaus 10-Account. Ist halt noch eine schwierige Phase im Moment für mich. Klar habe ich schon die Kapazität, aber meine Truppen sind immer noch Rathaus 9. Und ich kriege halt Gegner, die schon gemaxte X-Bögen und Infernos haben und dann auch noch dieses Design. Das bringt einfach nichts. Deswegen werde ich in Zukunft euch zwar immer noch die Kämpfe zeigen, aber vielleicht ein bisschen Hauptaugenmerk so auf meine Rathaus 8-Kämpfe legen. Bald Rathaus 9, irgendwann mal werde ich auch noch hochgehen. Und gucken wir uns die Kämpfe doch mal an. Wen habe ich denn angegriffen? Ah, die 18 habe ich angegriffen. Die 18. Hier war es perfekt. Ich wusste halt, wo die Riesenbomben liegen, dank Wiederholung. Dann ist es alles noch einfacher. Erstmal zwei Schweine, um die Klamuk zu locken. Wusste ich, was drin war. Hätte ein Schwein vielleicht trotzdem gereicht. Ich war mir nicht sicher. Dann ein Riese, weil ich wusste, da ist eine Riesenbombe. Und wichtig war auch, dass ich erst die Klamuk locke und dann den Riesen. Sonst hätte der Riese eventuell auf die Mauer eingeschlagen und wäre nicht zum Tesla gelaufen. So, dann jetzt gleich ein bisschen noch zurechtlocken. König einfach absetzen, Magier ein bisschen verteilen, König gleich zünden. Und zusehen, wie die Truppen sterben und jetzt gleich auch noch der Drache. Und dann die Schweine von da hinterher. Ihr seht, es sind schon ganz schön angeschlagen. Da hatte ich jetzt Glück, dass die Schweine nach unten gelaufen sind. Ich hatte den Tesla da oben irgendwie ignoriert bei meiner Planung, wo ich die Heilzauber setze. Jetzt habe ich das Problem, es leben noch zwei Magiertürme. Es ist aber relativ, relativ große Fläche noch, wo ich Heilzauber hinsetzen müsste. Der saß jetzt nicht perfekt, aber ich denke, im Endeffekt war es die richtige Entscheidung, ihn da zu setzen. Der hätte weiter nach außen gekonnt, der Heilzauber. Und da fliegen wieder Schweinchen. Und ihr seht es, ich habe auch fast keine Truppen mehr über. Ich habe jetzt noch an jeder Bauhütte was abgesetzt. Unten gleich setze ich noch einen Barbar an der Bauhütte und es sind nicht mehr viele Schweine über. Und es war noch eine Riesenbombe über. Wie viele Schweine sind das? 10? Kommt hin, 9, 10. Dann setze ich da oben den Bogi, den einen, den anderen da an den Bohrer. Und dann fällt mir in letzter Sekunde ein, dass da unten ja noch eine Bauhütte war. Setze ich den Barbar, damit er das regelt. Der Baba macht das auch super. Danke, lieber Baba, dass du das gemacht hast an der Stelle. Und ich wusste auch, wo die Riesenbombe liegt. Und zwar hier neben der Goldmine. Und das war jetzt entscheidend, dass nicht alle Schweine angeschlagen sind und gleichzeitig da reinspringen. Denn es wurde richtig, richtig knapp von der Zeit. Ich glaube, also ich sag mal so, wäre es ein Rathaus 9er nur alleine gewesen von wegen neue Gebäude, dann hätte es wohl nicht gereicht. Ich habe dann einfach da mal die Mauerbrecher hingesetzt, die ich noch über hatte. Damit wollte ich eigentlich die Riesenbombe hier draußen triggern, aber irgendwie habe ich es vergessen. Und dann habe ich gesehen, dass da noch ein Goldlager ist. Und so ein Goldlager hat einfach unzählige Hitpoints. Und meine Bogis schaffen es auch nicht mal, ein Gebäude aus dem Spiel zu nehmen. Leider, sonst hätten die Schweine weniger zu laufen. Und dann springen sie von da nach oben. Und jetzt dachte ich mir, gut, bitte bleibt oben und das eine geht geradeaus das Schwein. Aber nein, natürlich so. Und jetzt springen sie hoch und dann die Riesenbombe, die Riesenbombe, die Riesenbombe wird getriggert. Aber es leben noch relativ viele Schweine und so hat es gerade so zeitlich gereicht. Wenn die Schweine alle gestorben wären, dann hätte es wohl nicht mehr gereicht. Also da hatte ich ein bisschen Glück. Bin dankbar den Schweinen, dass sie diese eine Riesenbombe dann am Ende zwar mitgenommen haben, aber nicht dran gestorben sind. Auch mein erster Angriff war ein Schweineangriff. Einfach meine absolute Lieblingstaktik bei Rathaus 8. Das ist meiner Meinung nach, wenn man es halbwegs kann, die zuverlässigste Taktik. Erstmal drei Riesen. Ich wusste ja nicht, was in der Clanburg ist. War auch okay. Da war eine Sprungfalle. Deswegen war es besser, dass ein paar zu viele sind. Alle Sachen gelockt. Nach außen. Der kennt das Spielchen ja mit dem Clanburg-Locken mittlerweile bei mir. Dieses Mal ist auch ziemlich viel verreckt und die Schweine schicke ich oben rein, nicht unten zusammen mit den Truppen. Bot sich bei der Base einfach an, dass man hier von oben reingeht und nicht von unten. Und wenn ich die Klamuk nach oben gelockt hätte, wäre zu viel Zeit flöten gegangen. Dann habe ich noch drei Bogis, die ich da oben schon mal absetze. Skelettfallen, auch immer ekelig bei Schweinen, können ein bisschen was ausmachen. Ich habe aber noch einen Heilzauber, es lebt kein Magierturm mehr. Das war zu diesem Zeitpunkt sehr beruhigend.
weniger beruhigend war es für mich, dass ich überhaupt noch keine Riesenbombe getriggert hatte. Und ich auch keine Ahnung hatte, wo sie sind. Aber was sollte ich tun? Ich musste die Heilzauber ja trotzdem setzen. So, und jetzt ging es dran. Schaffen es die Schweine, die Riesenbomben einzeln auszulösen? Also jeweils nur ein kleiner Part der Schweine und am besten nicht zweimal die gleichen. Und reicht dann die Zeit. Da ist Riesenbombe Nummer 1. Da sind schon mal schön welche reingesprungen. Ich glaube auch ein, zwei verreckt. Dann teilen sie sich zum Glück da nochmal auf. Finde ich gut. Okay, da kommen sie dann wieder zurück. Da oben war noch eine Bombe. Wenn, oh, guckt euch an, wie wenig HP die haben, die Schweine da oben. Also, da war die erste Riesenbombe. Ich weiß auch aus dem Kopf gar nicht mehr, wo sie lagen genau. Da lag die nächste und da waren noch unverletzte Schweine. Glück gehabt in dem Fall. So viele Plätze bleiben jetzt nicht mehr neben dem Goldlager, neben dem Elixlager. Hier Skelettfalle auch nochmal mies, weil die Schweine ja schon angeschlagen sind, brauchen die Skelette nur ein, zwei Hits. Und da ist die nächste Riesenbombe und da gehen einige drauf. Es sind glaube ich 5, 6 draufgegangen. Allerdings waren jetzt alle Riesenbomben ausgelöst und es leben noch genug Schweine. Auch das war zeitlich knapp, würde ich mal sagen, aber es hat gereicht. Dann fliegen da nochmal ein paar Bogies. Und die Schweine regeln auch, ohne den letzten Bogie, der auch noch verreckt ist, das letzte Armeelager. Und so waren auch das 3 Sterne. Endlich mal wieder gute Leistung bei meinem Rathaus 8 Account. Die letzten Male lief es ja nicht perfekt. Und so endete es dann mit einem 47 zu 47. Zum Glück hatten wir halt quasi 4 Angriffe mehr. Wobei zum Beispiel der von Jakob, der Nummer 20, die kann da nichts für, aber da waren einfach keine Sterne mehr möglich für ihn. Und ja, da 98% von unseren 7 gegen die 10 und nur ein Stern, halt auch schon ziemlich mies. Ja. Ja, ja, ja. Aber wir haben es immerhin geschafft, keine Niederlage zu kassieren. Darüber bin ich im Moment erstmal sehr froh. Sowas Graues sieht immerhin besser aus als wieder diese ganzen roten Sachen. Aber es war wieder unnötig. Das hätte man gewinnen können. Da muss sich jeder hinterfragen, ob er nicht vielleicht ein paar Fehler gemacht hat. Und wenn er welche gemacht hat, einfach dann nach dem Fehler suchen und dann beim nächsten Mal eventuell besser machen. Ich selber versuche es ja auch. Sollte sich jeder mal so ein bisschen zu Herzen nehmen, damit wir wieder hier sowas starten können. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.